Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Jetzt wieder mit dem Bashi, weil ich brauche unbedingt Items. Ich muss den Bashi auch auf dieses Level bringen, damit ich überhaupt mit dem Barbar weitermachen kann. Und weil, ja, Leveln. Ich habe wirklich keinen Bock mehr, so lange auf einen Gegner einzuprügeln, dann nur drei oder vier Gegner zu töten, weil einfach die Gegner langsam zu stark werden. Und der Barbar langsam zu schwach wird. Er kann einfach diesen Damage-Bonus gegenüber den anderen Klassen momentan gar nicht austragen, weil er einfach ja zu schwach ist, weil er nicht so gute Items hat und weil er unterlegen ist mit den anderen Klassen. Und deshalb ja, werde ich jetzt farmen mit dem Beshi, aber dafür brauche ich noch ungefähr ein oder zwei Level. Und dann machen wir entweder den Jäger weiter oder wenn ich das Geld habe mit dem Schützen fangen wir dann an. Und sobald ich dann fertig gefarmt habe, machen wir dann wieder den Barbar weiter, je nachdem wie schnell es geht. Und das wird dann natürlich alles auch ein bisschen beschleunigen, wenn ich Helfer habe. Viel müsst ihr nicht machen, einfach Items erfarmen, ertauschen oder sonst irgendwas und mir ausleihen. Oder mit mir einfach leveln. Also, wenn jetzt zum Beispiel Level 48, 50 seid oder so und ich bin Level 46 mit dem Baba, dann macht das nichts aus. Einfach, ich habe jemanden, der mich ein bisschen unterstützt. Würde mich richtig freuen. Müsst nur auf mich zukommen, ich beiß nicht und ich bin sehr öffentlich, also ich nehme eh das an, also wenn ihr jetzt zum Beispiel ja gerade Zeit habt und so, dann tue ich das natürlich gerne. Diese Zeit opfern für euch und für mich natürlich dann auch. Und ja, der Name seht ihr hier oben. Er ist eben mehrheitlich mit dem Necromancer da. Und also wenn ihr jemand Level 46 plus minus 5, 6, 7 Levels ist, der darf mich gerne unter Marauder Drago anschreiben. Und so macht das Spiel natürlich dann auch wieder mehr Spaß. Und ich kann euch auch mehr höhere Qualität bieten, weil die Bindung ist schon richtig gut. Also, wenn ich bedenke, jedes Video hat 5 Likes, also, das hätte ich mir früher nie im Leben so gedacht, also das ist Wahnsinn. Das ist richtig, richtig toll von euch. Und ich freue mich wirklich, das Projekt weitermachen zu können, ohne dass es langweilig ist. Und momentan ist halt ein bisschen Flaute. Ich bin auch sehr hart am Trainieren. Ich bin am Umziehen. Ich bin am Hitzetage aushalten. Es ist einfach alles momentan zusammen. Deshalb soll, wenn die Qualität oder einfach die Videos nicht so oft kommen. Und ich suche gerade Quests, aber ich habe hier irgendwie gar keine Quests, weil ich schon alle gemacht habe. Dann gehen wir nach Alteruck. So. Also momentan mit dem Baba alles orange Gegner. Keine blauen. Nix. Keine gelben, keine blauen. Okay, gelbe gibt's, die Orks. Aber die sind so extrem zäh. Und Game kein Loot, nix. Es ist einfach nur grausam. Das Game hat einfach nichts momentan, was Spaß macht. Ich könnte in den Fortschlachten manchmal mitmachen. Ich könnte es wirklich. Oh, cooler Bogen. Ja, Crit-Chance minus 2. Aber das ist gut. Ich kann ab und zu mit dem Barbar Reichschlachten machen, aber da muss ich warten, bis die endlich Reichschlachten machen, die sich auch lohnen, weil momentan ist Ignis wieder extremst im Nachteil. Und da bin ich natürlich umso mehr im Nachteil, weil ich erst Level 46 bin. Aber ich werde euch versprechen, dass ich jetzt zwischendurch manchmal mit dem Baba ein paar Fortschlachten mache. Aber eben, weil ich jetzt momentan mit dem Baba wirklich nicht gut leveln kann, mir es einfach anstinkt, dass er nur irgendwie 200, 300 Schaden macht an den super defensiven Monstern, macht es mir einfach momentan nicht Spaß. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Und ja, Hilfe habe ich ja eben auch nie, weil alle Level, alle Leute
die um mein Level sind extrem schnell am Leveln. Die machen alles, dass sie schnell leveln, indem sie eben Beshi holen und alles mögliche. Aber ja, die können Beshis holen, die haben Zeit, die können es mit anderen verhandeln und so. Ich bin meistens nur ungefähr 2 Stunden online und da möchte ich gerne leveln. Und wenn ich dann auch die ganze Zeit jemand suchen muss, bis endlich jemand kommt. Ich habe es mal ausgetestet. 3,5 Stunden habe ich gewartet, bis einer kommt und dann ist er nicht gekommen. Also sehr toll. Also man wird sehr, sehr gut unterstützt. Beshi haben wirklich null Bock mit euch zu leveln. Es geht wirklich fast gar nichts. Ja, da oben ist ja auch nichts. Ah, gehen wir doch auf nach Alteruck. Wenigstens einer. Was hat der für Probleme? Wüstental. Ja, sicher nach Wüstental. Schlimm. Dann doch lieber Reisquests machen. Kleine Salamander, die machen wir jetzt kurz. So. Da ist jetzt wirklich nichts mehr. Nö. Scheinbar nicht. Sodele. Da unten sind die Salamander. Wir müssen leider hier nach rechts zuerst. Die Serpeninenstraße runter. So. Ach ja, es fängt ja jetzt bald das Pixelmon-Projekt an. Also Pixelmon mit coolen Mods. Extra Mods und so. Das wird ein großes Projekt, das wird cool und da habe ich natürlich dann auch weniger Zeit, weil ich viele Gebäude bauen muss im Nachhinein. Also einfach mit dem Kreativmod ein paar Dekorationsgebäude und so bauen, öffentliche Gebäude. Und das wird dann leider, ja, okay, mein Hauptprojekt, aber es beeinträchtigt hier Champions of Regnum nicht. Da werden immer noch 1 oder 2 Folgen pro Tag kommen. Da habe ich auch 2 Hauptprojekte. Ich hoffe, ich kann es einhalten. Und wenn ich dann in der neuen Wohnung bin, dann geht es natürlich sowieso ein bisschen schneller. Weil ich ja besseres Internet habe. Da habe ich dann WLAN. Ich hoffe, das ist bleibt gut und geht da nicht wieder runter manchmal. Und sonst hole ich mir LAN rein. Ja, toll. Oh. Wieso sind die Dämonen so schnell wieder weg? Das vergesse ich immer. Muss ein bisschen nach oben rechts schauen, aber ich bekomme so richtig. Die Augen machen richtig weh, weil ich so einen gigantischen Bildschirm habe. Und so nah am Bildschirm bin. Bis ich da nach oben geschaut habe. Ach, greif doch an. So. Das ist das Schlechteste, was die je eingebaut haben. Sollte nur eins sein, wenn ich angreife, greift er auch an. Sonst muss man wirklich nichts machen. Okay, eins, wo man dann ihn noch renken kann, also wo man ihn bewegen kann, das noch. Aber alles andere ist mega unnütz und dass die kein Aggro ziehen, gar nichts machen, ist auch extrem unnütz. Tja. Die negativen Sachen überhäufen sich halt momentan Champions of Regnum, aber das ist auch in solchem Level auch so. Denn später hat man ja dann eigentlich keine Probleme mehr mit den Bugs, weil sie einfach nicht auftreten und fortschlachten und alles Mögliche. Sobald ich irgendwie 2 Kehle spawn, wieder 2 nach oder so. Ja, bekommst du viel Schaden. Das ist ja nur noch die Hälfte des Schaden des Lebens. So. Ja, ich mag irgendwie Beshis nicht. Die sind mega langweilig zu spielen. Man hat diese so, ich habe wenig Leben und so gar nicht.
Man hat auch nicht das, ja, man muss schnell ein bisschen Schaden machen, ein bisschen buffen. Man muss eigentlich gar nichts buffen. Also jetzt hier die zwei Stäbe. Aber sonst wirklich fast nichts. Und es ist halt einfach zu leicht. Es ist ein Charakter, eine Klasse, die extrem leicht ist, sozusagen. Das ist so schade. Wieso ist der Ritter? Naja, schnell. Aber bringt mir schnell etwas. Der ist Mittel 38. 24 bis 33. Der ist zu schwach. So, wir müssen nach Home. Und die andere Quest müssen wir, glaube ich, oben nicht mehr abgeben, oder? Das werde ich dann mal off-topic machen. Auf Video. Eher. Das ist ja kein Topic. So, ja, ich freue mich einfach auf die Fortschlachten, wenn ich auch mal ein bisschen stärker bin. Wenigstens ein bisschen Chance habe gegen die vielen Hexer, die herumlaufen und mich dauert dann die ganze Zeit. Es sind meistens immer so 3 oder 4 Hexer dabei bei einer 5er, 6er Gruppe. Also wirklich, es wird nur noch Dauer gestunt und alles mögliche nervt nur noch. Aber hey, wenn man halt immer das Opfer ist, weil man am kleinsten ist, am wenigsten Level hat, dann machen die Fortschlachten halt auch nicht Spaß. So, das haben wir. ich bin Level 29, noch 3 Level für die Handschuhe. Und ja, noch 13 Level für diesen Eisstab. Ja, der ist schon ein bisschen weniger hochlevelig. Ja, sonst habe ich leider echt viel, auch wenig. Aber der Beshi kann auch ohne gute Items, kann der recht gut leveln. Und deshalb möchte ich ihn einfach jetzt machen, auch wenn ich eben ihn gar nicht gerne spiele und ihn sehr langweilig finde. Mache ich ihn trotzdem. Mein Ziel ist es ja auch, mindestens 4 Charakter auf Level 60 zu haben, wenn ich das Projekt dann aufhöre mit Level 500 oder so. mit Part 500. Oh. Aber ich bin hart im Nehmen. Also, was ich schon für Verletzungen gehabt habe im Fuß, beim Kampfsport und so. Das ist gigantisch. Und wenn man jetzt in einem Spiel so genervt ist, dass man wirklich Kummer bekommt und Probleme, was bei vielen auch zutrifft, Depressionen und so, von Games, oder? Habe ich jetzt wirklich noch nie gehabt. Games sind immer eigentlich so eines meiner Spaßwiederherbringer. Aber es gibt leider allzu viele, die depressiv sind durchs Game. Da vor allem weil der Erfolg ein bisschen ausbleibt. Ja, auf jeden Fall, mir macht's nicht aus, wenn ich jetzt eben nicht leveln kann mit Baba. Dann lebe ich halt in Beshi. Ganz einfach. Aber ja, ihr müsst Ding, ihr seid die Zuschauer, ihr dürft gerne sagen, wenn es euch nicht Spaß macht mit Beshi. Oder wenn ihr endlich den Jäger sehen wollt, aber ja, der kommt. Der kommt gleich. Also eben wenn ich jetzt hier fertig mit Leveln bin. Wenn ich hier auch nichts zu zeigen habe, dann nehme ich natürlich den Jäger. Aber ob es überhaupt bringt, einen Jäger hochzumachen, weiß ich jetzt nicht. Also, ja okay, wir könnten wirklich dann ein bisschen Spion spielen und so, aber Jäger ist halt so etwas, das man irgendwie nicht so braucht im Fortschlachten. Also so ein bisschen, wenn jetzt zum Beispiel ihr unsichtbar seid,
die Gegner greifen dann uns an, weil sie meinen, es sind nur ungefähr 3 Leute. Und dann kommt ihr noch hinzu, so etwas, das ist dann aber auch richtig gemein. So, große Cobra, wo sind die? Ah, schwarze Witwe. So. Ja, Kork. Okay, ich verstehe es ja. Jetzt. Ich habe keine Geduld. Ich habe keine Geduld. Was habe ich dann? Was habe ich dann? Ich habe einfach nur ein bisschen Stressigkeiten. Bisschen, ja, Stress nicht, eher ankacken. Ankackigkeit. Ich bin ein bisschen angekackt. Ich wurde von Rechnung ein bisschen angekackt. So. Wow, 1 von 15. Ah, jetzt kommen wieder diese Scheiß-Quests mit den 15 plus Monster töten. Vor allem, wenn man so wenig hat. So wenig Gegner. Ich glaube, irgendwie mit Level 34 oder so, da kann man dann 5 reintun im Golem. Dann ist er auch ein bisschen stärker. Aber sie sind eigentlich relativ schnell kaputt. Ja, damals war der Bebar auch stärker als jetzt der Beshi, aber ich hab viel. Man muss eigentlich gar nichts machen im Kampf. Einfach nur draufhalten. Eigentlich den Gegner nur aktivieren, also anklicken. Mehr muss man nicht machen. Also ich habe jetzt die ganze Zeit die Maus nicht, also die Hand nicht an der Maus, und es ist einfach ein Charakter, der extrem langweilig ist. Bisschen Herausforderung würde ich mir schon wünschen von einem Pesci. So, 7 von 15. Ich glaube, der 5er Golem macht dann auch viel mehr Schaden. Also ich fühle mich gerade ein bisschen sehr schwach mit dem Golem. Ja toll, klick halt nicht an. Jetzt kann man ihn anklicken, so seitlich geht's. Ja genau, bleib. Geh mal ein bisschen vor die Linse. So, hier haben wir noch ein paar. 4 Stück. 5 Stück, 6 Stück. Okay. Aha, oben dran. Ja, ja. Man muss oben dran klicken. Verstehe. So. Ich habe von einem Programm, das heißt ENB, das kennt man als GTA 5. Aber bei Regnum gibt es auch so ein AMD. Und dort kann man die Grafik noch ein bisschen verbessern und alles. Aber scheinbar ist der Download-Link kaputt, weil es halt auch schon 3 Jahre her ist, wo die letzte Version rausgekommen ist. Und so etwas noch einbauen, das hätte ich richtig gerne gehabt. Könnte es auch selber machen, aber dafür habe ich irgendwie auch ja sonst eigentlich sehr wenig Zeit dafür. Da muss man recht viel machen. Und ich bin sowas von ungeübt in Technik. Weil sich alles wieder geändert hat. Ja, ich werde wahrscheinlich sowieso IT studieren und dann kann ich ja das mal schauen, wie das dann richtig geht. Dann würde ich sogar eigene Spiele programmieren. Und also ich weiß, dass ich sehr viel Mühe gebe, dass die extrem hochqualitativ sind. Richtig viel Spaß machen.
Aber so natürlich so ein Game wie Champions of Regnum braucht extrem lange. Da wird wahrscheinlich lange auch in der Beta sein, außer ich nehme natürlich Leute noch. Du stelle Leute ein und so. Aber da bis dann habe ich wahrscheinlich genug Geld, um ein Entwicklerstudio zu kaufen oder zu gründen. Also, mal schauen, was euch so das Leben für einen Weg sucht. Auf jeden Fall bin ich so extrem fit momentan, dass ich auf Basel rennen könnte jetzt um 1:30 Uhr morgens. Ja, es ist 1:30 Uhr morgens bei mir. Und wieder zurückrennen könnte und dann nochmals aufnehmen könnte und dann nochmals gehen könnte und dann nochmals aufnehmen könnte. Also ich sage euch, auf Basel ist es von hier ungefähr 12 Kilometer und direkt kann man nicht auf Basel, da muss man einen Umweg um den Hügel machen. Außer auf den Hügel gehen, wieder runter gehen. Ja dann. Aber der Hügel ist immerhin 740 Meter hoch. Das ist schon etwas gar hoch. So. Okay, wir sind auf 500 Meter, aber ist trotzdem noch ein weiter Weg. 200 Meter ist nicht zu unterschätzen. So, weil die Quest ja jetzt vorüber ist, gehen wir in die Stadt Meleketi. Ja. Ach komm. Das Anführer von den Toltars. Wilde. Aha. Ich habe vorher mit dem Baba gesehen, dass dieser Sieger, der da hinten bei den Ruinen ist, gelb ist. Habe ihn mal angekloppt. Nach zwei Schlägen habe ich keinen Bock mehr gehabt, bin ihn abgehärt. Er hat null Schaden bekommen. Ich weiß nicht, für was solche Mobs eigentlich eingebaut werden, wenn man sie nicht alleine killen kann. Es macht niemand eine Party und killt die. Es gibt's einfach nicht. Es ist. Ich weiß nicht. Wie sollte man eine Party gründen, wenn man im Chat dann ausgelacht wird, wenn man fragt, ob man zusammen den Ding killen will oder so? Ich weiß nicht. Jeder findet etwas peinlich oder sonst irgendwas, was halt nicht in seinem Level entspricht, Level 60. Das ist völlig, also es ist einfach so, als würde die Rechnungsspieler nur noch depressiv und asozial sein. Tut mir leid, dass ich jetzt das gerade so sage, aber es ist einfach so die Dinge, das was ich erkenne. Wenn sie doch schon so extrem Ding, also wenn sie jetzt nicht asozial sein wollen, dann sollten sie es doch auch so verhalten. Aber sie verhalten sich wie Asoziale, wirklich. Und, ja. Es ist halt einfach das Charme nicht mehr da, wie vor 2, 3 Jahren. Heutzutage wird eigentlich nur noch getrollt und so. Es ist sehr schade um das Spiel. Ich hätte es wirklich. Ich würde ja gerne denn die Ordnung wieder herbiegen können. Aber, das werde ich wahrscheinlich nur können, wenn ich wirklich Erfolg mit Champions of Regnum Let's Play habe und alle Leute hier in Ignis mich kennen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich einen schlechteren Ruf, weil sie mich ja dann kennen. Und das ist schon ein bisschen schade, aber. Ja, okay, wenn sie ja asozial sein wollen, dann sollen sie halt asozial sein. Von mir aus. Ich sage immer in meinem Leben, wenn du etwas Blödes oder Böses machst, dann schadest du dich eigentlich selber, nicht anderen. Und das ist einfach nur mal so. Der Körper, also man gewöhnt sich an das, dann ignoriert man jeden, dann wird man plötzlich noch so asozialer und kommt dann irgendwie in Drogen oder Zigaretten oder irgendwas. Zigarren, Ding. Also man tut dann extra etwas, ja, Süchtiges nehmen, um sich abzureagieren und dann ist man psychisch krank und dann stirbt man früh. Es ist wirklich ein Teufelskreis, der leider momentan viele befallen sind. Was ich schon alles für kranke Menschen gesehen habe, das ist gigantisch. Also,
Zum Beispiel bei GTA Online. Bin ich mal, wollte einfach mal wieder GTA Online testen. Bin in ein offenes Spiel reingegangen, was da für psychisch kranke Leute gibt. Das ist gigantisch. Alle hacken, alle cheaten, alle beleidigen, alle killen, alle machen allen anderen die Autos kaputt. Sie haben immer 5 Sterne, alles möglich. Also es ist wirklich asozial heutzutage. Also jetzt momentan nach 2 Monaten PC-Version so schlecht schon sein ist. Das ist Wahnsinn. Ja, leider. Und der Part ist leider auch bald vorüber. Wir gehen nach Malekati, nach Mennet. Nein, Malekati ist noch ein bisschen weit weg. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht dann auch. Ja, okay, nochmals einen Part mit diesem Beshi. Ich muss noch das Level können schaffen. Und dann kommt der Jäger dran. Der leider dann auch nicht ganz so spannend ist. Vielleicht muss ich eben einen Schützen machen. Also, schreibt mal unten in den Kommentar, was ihr für eine Charakterklasse sehen wollt, was ich machen soll. Ich hole ja eben noch 3 extra Slots, dann habe ich genauso viele Slots, wie es Charakterklassen gibt. Und ja. Da dürft ihr auch wünschen, was natürlich bei mir kommt. Dann macht es euch mehr Spaß, anderen macht es mehr Spaß und so weiter. So, einen Königsstab. Ah, der ist jetzt für diesen Altar da vorne. Nein, nicht da. Da. So. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächsten Parts, auch wenn es eben ein bisschen langweilig ist und so. Und wenn ihr eben mitmachen wollt oder einfach mir ein bisschen helfen wollt oder Hilfe braucht oder irgendwas mit Jamie zu fragen, dann dürft ihr das gerne mich anschreiben. Könnt es auch auf YouTube mit privater Nachricht machen. Ja. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.